9 Uhr, Ecke Holtenauer und Esmarchstraße. Vincent, der Miteigentümer vom Café Blattgold, beginnt seinen Arbeitstag. Seit Januar 2016 versuchen er und seine Lebensgefährtin Lena, den begeisterten Gästen ihre Idee einer nachhaltigen und leckeren Ernährung anzubieten. Wir begleiten die beiden einen Tag lang und hören uns an, was sie uns zu erzählen haben. Ich bin Vincent, noch 29 Jahre alt, habe eigentlich Tontechnik studiert und dann hat sich alles irgendwie entwickelt, dass wir irgendwann unser eigenes veganes Café aufgemacht haben. Ich bin Lena, ich bin 25 Jahre alt und eigentlich studierte Soziologin und komme aus Ludwigshafen. Also wir haben hier ein veganes Café und betreiben hier eigentlich auch ziemlich viel Aufklärung, weil eben die Leute hier sehr oft kommen und haben ziemlich viele Fragen über Veganismus. Und und zum anderen bieten wir eben Veganern und Veganerinnen die Möglichkeit, dass sie hierher kommen können und sich ganz normal fühlen können. Sie können hier bestellen, was sie wollen, einen Cheeseburger oder eben Sahnetorte und können einfach mal richtig reinhauen und lecker essen. Liebevoll werden am Morgen die Frühstücksbestellungen zubereitet. Alles wird komplett frisch angerichtet und die Teller mit einer kleinen Gemüse- und Obstbeilage versehen. Sehr beliebt ist das Pancake-Frühstück. Schon früh haben die beiden gemerkt, wie wichtig Gästen die frische und persönliche Note bei ihren Produkten ist. Zu dem deftigen und dem gemischten Frühstück reichen wir selbstgemachte Feinkostsalate, wie zum Beispiel unseren Fleischsalat oder Ostseesalat, die sehr beliebt sind und die sich schon bei unserem veganen Marktstand bewährt haben. Angefangen hat alles im Frühjahr 2014, als die beiden sich dazu entschieden, ihre Idee einer veganen Ernährung mit einem Marktstand zu verwirklichen. Also der Markt hat definitiv uns vorbereitet. Da haben wir schon Fehler, die wir wahrscheinlich hier noch gemacht hätten, da schon mal abgehakt. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Schule. Wobei ich echt sagen muss, dass das Geschäft an sich komplett anders ist. Nachmittags können die Gäste, denen es nach etwas Süßem ist, sich an Lenas selbstgebackenen Kreationen satt essen. Wir stellen hier alles selbst her. Alle Kuchen, Torten, Cupcakes und so weiter. Die sind auch alle weizenfrei, da wir mit Dinkelmehl backen. Wir benutzen keine pflanzliche Sahne, die ist sogar sojafrei und glutenfrei. Genau, wir versuchen auch immer möglichst mit frischen Produkten zu arbeiten, also frische Erdbeeren, frische Beeren. Ja, und wir versuchen einfach auch hauptsächlich ganz normale Kuchen, die man eigentlich noch so aus seiner unveganen Zeit oder einfach vom Bäcker oder so kennt, einfach zu veganisieren, weil das haben wir so festgestellt, dass was die Leute eigentlich gerne mögen, also ihren normalen Schokoladenkuchen, ihre Schwarzwälder Kirschtorte, einfach nur vegan zu haben. Das Interesse am Veganismus ist hier groß. Selbst eingefleischte Gemüseverweigerer lassen sich überzeugen. Der Großteil, würde ich sagen, ist nicht vegan, sondern interessiert auf dem Weg dahin, irgendwie bewusst, möchte Fleisch reduzieren oder in irgendeiner Form sich anders mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Da haben wir von Anfang an drauf gebaut und das ist ja auch Teil dieses Ladens, dass wir halt auch gerade nicht vegane Leute in den Laden kriegen und ihnen zeigen, guck mal hier, probier doch mal den Burger, probier doch mal die Torte und das schmeckt wirklich gut, dass wir denen ein positives Geschmackserlebnis mitgeben, dass sie merken, ah, okay, ich dachte immer, vegan schmeckt gar nicht gut. Neben ihrem Wunsch, Leuten veganes Essen schmackhaft zu machen, möchten Lena und Vincent vor allem auf das Thema Fleischproduktion als Klimasünder Nummer 1 aufmerksam machen. Ja, und das versuchen wir auch so ein bisschen immer nach außen zu tragen. Weißt du, mach dir mal nicht so einen Stress, wenn du die Mülltrennung nicht ganz hinkriegst oder vielleicht auch kein Elektroauto hast. Aber schau einfach zu, dass du eine pflanzliche Ernährung hinkriegst. Ne? Gegen Abend bringt Vincent den Grill auf Hochtouren und zaubert seinen Gästen Burger, die verblüffend ähnlich nach Fleisch schmecken. Wie möchten wir, dass ein guter Burger schmeckt? Was muss da drauf? Da gibt es ja einen großen Spielraum. Also es gibt fancy Burger und dann kannst du da noch Rucola drauf machen und Trüffelöl und was weiß ich nicht noch was. Aber wir wollten einfach nur einen rundherum guten Burger machen und haben dann da einfach angesetzt und versucht, das so nach und nach zusammenzubauen.
Der vegane Kult ist in vielen Großstädten wie Berlin und Hamburg schon angekommen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie sich bewusst für Kiel entschieden haben. Ja, Kiel ist unterm Strich, also ich habe ja auch schon in vielen Orten, an vielen Orten gewohnt, ein sehr guter Ort zum Leben. Also es ist nicht zu groß, nicht zu klein, es ist zwar nicht immer viel los, aber das kann auch eigentlich ganz sympathisch sein. Also für uns ist es das auf jeden Fall.